Kann ich das nochmal sehen? Alter Schwede. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und habe heute für euch eine neue Folge von Advanced Gameplay T54 Mod 1 dabei. Wir befinden uns auf Windstorm, sind mal wieder Top-Tier. Windstorm ist ja in der Vergangenheit eine Map gewesen, die sehr, sehr in die Kritik geraten ist, auch unter den Top 3 der unbeliebtesten Maps gewotet worden ist bei diesem Vote von Wargaming. Ja, ich kann das durchaus verstehen, weil die Map sehr, sehr komisch zu spielen ist, wenn ihr nicht Top-Tier seid, weil sie doch dann eher schlauchig gestaltet ist. Auf der anderen Seite hat man trotzdem eine ganze Menge Möglichkeiten. Jetzt haben wir hier die Herausforderung, obwohl wir Top-Tier sind, wenn ich mal ganz kurz hier die statistische Siegchance einblende. Wir haben 46%. Wir haben genau zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist unser Team. Wenn ihr mal so schaut, alles, was so bei mir im Team ist, der T29, 171 WN8, KV85, T150, auch 146, 248 WN8. Wir haben extrem viele Unerfahrene und zusätzlich auch noch extrem schlechte Spieler im Team. Im Gegnerteam sieht das ein bisschen anders aus, aber auch nicht deutlich anders. Da sind auch sehr, sehr viele Unerfahrene oder sehr, sehr viele Schlechte. Also wenn ich zum Beispiel den M4A1 im Gegnerteam sehe, 17.000 Gefechte, 366 WN8, dann hat das nichts mehr mit Unerfahren, sondern eher mit Lernresistenz zu tun. Auf jeden Fall ist es für euch halt auf der einen Seite so, ihr wisst nicht, wie euer Team reagiert, weil orange und rote Spieler kann man in der Regel sehr, sehr schwierig einschätzen, was die denn für einen Gameplan haben, was die in diesem Match machen werden. Und im Gegnerteam sieht es genauso aus. Da kann es euch passieren, dass euch alles im Norden entgegenkommt oder halt auch alles in der Mitte. Ich persönlich bevorzuge es in solchen Matchups, wenn ich Top-Tier-Medium bin, erstmal in die Mitte zu fahren, vielleicht hier aus dieser Position den ersten Schuss loszuwerden auf alles, was hier so sich in der Querfahrt befindet. Das mache ich eigentlich auch im High-Tier-Bereich sehr, sehr gerne. Erstmal hier ganz kurz warten, gucken, wie sich die Lage entwickelt, was so gespottet wird. Kommt viel durch die Mitte, könnt ihr reagieren. Kommt viel im Norden, könnt ihr reagieren. Also diese Position hier bietet sich ganz gut an. Außerdem seid ihr hier auch erstmal Arti-safe. So, viele neigen dazu, mit ihren Lights und Mediums hier in diesen Bereich zu fahren. Ich erkläre euch ganz kurz, warum ich das nicht mag. Mit dem Light, wenn man hier hochfährt, meistens steht man hier Kopf an Kopf mit dem gegnerischen Light und es ist eigentlich nur eine Frage, wer zuerst pusht oder wen die Arti zuerst trifft. Mit Mediums habt ihr das Problem, dass wenn ihr hier unten ranfahrt, habt ihr häufig genug das Problem, dass irgendein schlauer Heavy da hinten Halldown steht oder die ganzen TDs auch gerne diesen größten Schusskanal, den die Map zu bieten hat, nutzen, um da hinten Halldown zu stehen oder auf der Mühle. So ein dicker Max zum Beispiel mit einer extrem starken Gun Depression und einer extrem hohen Sichtweite, der kann euch das Leben hier schon ganz schön schnell zur Hölle machen. Das hier ist eigentlich der Schlauch, den ich am meisten meide, weil ihr hier halt die wenigsten Möglichkeiten habt, Gegner zu flankieren. Ganz anders sieht das hier aus, wenn ihr in der Mitte kämpft. Ihr habt hier die Möglichkeit, wirklich steil durch die Mitte zu gehen, rechts, links von diesen Felsen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, diese kleine Ortschaft hier zu nutzen, um erstens der Arti ein Stück weit aus dem Weg zu gehen und zweitens aber auch, um Gegner zu flankieren, um vielleicht unter Deckung auszuweichen, wenn der Feinddruck hier in der Stadt zu groß wird. Und ihr habt hier drüben noch die Möglichkeit, diese beiden Brücken und dieses Bachbett hier zu nutzen. Häufig genug kriegen Spieler das nicht hin, dieses Bachbett hier zu durchfahren und saufen rechts oder links davon. Kleiner Tipp, zoomt einfach raus, dann seht ihr ganz genau, wo ihr langfahren müsst. Einige Spieler fahren dann so dadurch und sehen dann nichts und fahren dann plötzlich zu weit links oder zu weit rechts und ersaufen dadurch. Also, wenn ihr euch nicht sicher seid, zoomt hier raus, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ihr machen könnt. Das ist hier aber mehr immer so eine Heavy-Ecke, gerade diese beiden Brücken. Und hier drüben, gerade im High-Tier-Bereich, steht dann hier auch gerne mal ein Jagdpanzer auf EN100 oder ein T30, was auch immer. Also hier stehen auch ganz gerne mal dicke TDs. Von daher ist das jetzt auch nicht so meine favorisierte Herangehensweise mit Mediums. Was ihr noch machen könnt, ist, das ist aber sehr, sehr offensiv und sehr, sehr aggressiv und hat halt auch ein hohes Risiko. Ihr könnt hier über eine der beiden Brücken kommen, könnt dann hier euch in die gegnerische Base rein sneaken und hier über diesen Brunnen kämpfen und versuchen, dem einen oder anderen vielleicht eins auszuwischen, indem ihr von hinten kommt. Aber wie gesagt, das ist bei mir in der Vergangenheit auch schon häufig schief gegangen.
Kann ich euch ehrlich gesagt nur zu raten, wenn das Matchup einigermaßen stimmt, wenn ihr Top-Tier seid. Und das sollten vor allem auch nur sehr, sehr erfahrene Spieler machen. Ich würde sagen, wir starten jetzt ins Gameplay und schauen mal an, wie wir hier dieser Masse aus unerfahrenen, schrägstrich schlechten Spielern entgegengetreten sind und wie wir die Situation gehandelt haben. Viel Spaß. Als allererstes natürlich fahre ich genau auf die Position, die ich euch gerade gesagt hatte. Das ist, denke ich mal, auch das Schlauste, was ihr so als Top-Tier machen könnt. Vor dem Hintergrund, dass ihr ja auf jede Situation reagieren wollt. Wenn ihr zum Beispiel im Norden seid und euer Team wird in der Mitte oder in der Stadt überrannt, dann könnt ihr sehr, sehr schlecht reagieren. Wenn ihr aber euch hier in der Mitte platziert, dann könnt ihr im Norden unterstützen, ihr könnt in der Mitte unterstützen und wenn wirklich Not am Mann ist, könnt ihr sogar noch schnell in die Stadt fahren. Gerade mit einem Panzer wie dem T-54 Mod 1 solltet ihr solche zentralen Positionen dann auch wählen, weil er halt nicht wirklich schnell ist und für so einen Flankenwechsel doch einiges an Zeit braucht. Von daher stellt euch am besten gleich so auf, dass ihr auf jede Situation reagieren könnt. So, ihr seht es schon selber, wir haben kaum einen Panzer in der Stadt. Der T-150, der Tiger und der T-29 bewegen sich nicht. Wir haben die Masse unserer Panzer im Norden. Da ist schon die Su-100 M1 gespottet. Ein Schuss jetzt, aber wir gehen auch direkt auf dabei. Das heißt für mich erstmal wieder zurückziehen, Arti-Safe gehen. Ja, und die Masse unseres Teams, der Jagdtiger durchs Bachbett. Also, das sind halt alles so Aktionen. Wer auch immer da im Kopf sitzt, das macht halt wenig Sinn. Naja, wie dem auch sei, wir haben jetzt die Situation, dass unser Team im Norden sehr überlegen und sehr stark aufgestellt ist. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass da auch die nötige Aggression kommt. Ich unterstütze jetzt hier erstmal den Type 58. Der hat hier zu tun mit einem VK. Dahinter steht ein T-34-100 und der AMX 5000 wurde auch schon gespottet. Das ist ein Panzer, mit dem ihr euch auch nicht anlegen wollt in eurem T-54 Mod 1. So, der VK, der 6er, schafft es hier sogar, uns im ersten Kettenrad zu penetrieren, aber das ist jetzt auch sein letzter Schuss gewesen, den er auf uns abgegeben hat. Jetzt haben wir die Situation, wir müssen auf den 5000 achten. Der ist zwar schon leicht angeschlagen, aber der hat 6 Schuss, hat auch ohne Gold eine Penetration von 232. Gott sei Dank entscheidet er sich hier nicht, so wie der ein oder andere orange Spieler, hier einfach auf uns drauf zu jodeln, sondern geht erstmal in Sicherheit. Das ist halt immer so eine Sache, die könnt ihr gar nicht vermeiden, wenn sich jemand jodeln will. Andere Sache, viele fragen sich wahrscheinlich immer, warum, ey Mausakrobat, warum kämpfst du so viel mit Auto-Aim? Das hat halt einfach den Grund, wenn ich Ziel vor mir habe, wo ich ganz genau weiß, da muss ich nicht großartig auf Weak-Spots zielen, die treffe ich auch so und penetriere ich auch so, dann zoome ich in solchen Situationen wie bei Windstorm gerne raus und das hat den folgenden Hintergrund, dass ich einfach so die Übersicht behalte. In meinen euer Replay, meine Analyse-Videos sehe ich so häufig bei euren Replays, die ihr mir schickt, dass einige die ganze Zeit nur in der Sniper-Ansicht sind oder viel zu dicht rangezoomt sind. Das verwehrt euch komplett die Übersicht über das Spiel zu behalten, gerade in so verwinkelten Gassen wie jetzt hier auf Windstorm oder Stalingrad. Das sind so Karten, da solltet ihr, und das habe ich auch schon in anderen Videos gesagt, einfach mal rauszoomen, versuchen die Übersicht zu behalten, gucken, wo sind die Schusskanäle. So, wir haben jetzt den 5000, ein 5000, der vor euch wegfährt, der ist entweder ein schlechter Spieler oder er ist gerade im Reload. Ich tippe darauf, weil ich gesehen habe, dass er auf der anderen Flanke geschossen hat, dass er sich gerade im Reload befindet und das ist für euch die Möglichkeit, ihn rauszunehmen, ohne dass ihr großartig viel riskiert. Er lädt fast 60 Sekunden nach, von daher jede Menge Zeit, um hier genug Schüsse auf den AMX 5000 anzubringen. Wie gesagt, solche Timings müsst ihr einfach drauf haben, um dann so starke, also vom Panzer her starke Gegner rauszunehmen. So ein 5000 kann euch echt das Leben zur Hölle machen, der klippt euch halt einfach mit seinen 6 Schuss raus. Deswegen war ich froh, dass ich ihn jetzt hier quasi gratis rausnehmen konnte. Jetzt haben wir hier einen KV-13 schön mit der Flanke. Der hat auch manchmal eine ganz schön trollige Panzerung, aber die 181 Durchschlag reichen eigentlich in der Regel, um hier den 6er Medium Russen verlässlich rauszunehmen. Wir haben jetzt schon 2 Schüsse auf ihn angebracht. Das ist jetzt zum Beispiel ein Schuss, da würde ich mit Auto-Aim niemals treffen, aber da ziele ich dann halt. Aber wie gesagt, ich bin halt immer so weit rausgezoomt, dass ich für mich das Gefühl habe, dass ich die maximale Übersicht habe und wechsle halt wirklich nur in den Sniper-Modus, wenn ich Gegner rausnehmen will und dann wechsle ich auch sofort wieder auf die Außenansicht, so dass ich quasi das ganze Gefecht im Auge behalte und vor allem, dass ich auch nicht den Fokus von der Minimap verliere, weil es ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr richtig gut werden wollt, dass ihr immer auf die Minimap achtet. Jetzt habe ich zum Beispiel von dem WZ-111 mir eingefangen, weil ich gerade nicht aufgepasst habe.
Und das sind halt Dinge, die passieren auch mir. Ihr müsst dann halt nur richtig reagieren, sofort die Panzerung in die Richtung vom WZ drücken und schnellstmöglich hier den KV-13 rausnehmen. So, jetzt haben wir nur noch zwei Panzer, den WZ-111, der hat jetzt genug mit anderen Panzern zu tun und wir haben die Hellcat. Die Hellcat wurde noch nicht gespottet. So, schauen wir mal, dass wir vielleicht hier noch den WZ rausnehmen können. Ich habe sowieso nur noch APCR, also ansonsten hätte ich jetzt für den WZ auch APCR geladen. Und hier ein schöner Schuss aus der Fahrt, das kann der T-54 Mod 1 auch. Ich habe nochmal schnell die Kanone repariert, hätte ich die Kanone nicht repariert, dann wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen. So, ich kann euch jetzt schon vorwegnehmen, die Hellcat ist leider scheinbar abgestürzt oder AFK. Vielleicht hat er sich ein Brötchen geschmiert, vielleicht ist der Postbote gerade gekommen oder vielleicht ist auch seine Internetleitung abgeschmiert, man weiß das nicht. Nichtsdestotrotz ist das jetzt hier für uns ein gratis Kill. Da einige haben dann ein schlechtes Gewissen, wenn sie hier AFK-Leute abfarmen, aber ihr könnt da nichts für. Nehmt den Kill auf jeden Fall und den Schaden, den ihr gratis bekommt, auf jeden Fall noch mit dazu. Ja, und das war im Prinzip schon das Match auf Windsturm. Wir haben hier 7 Kills gemacht, 4400 Schaden. Und ja, obwohl wir eigentlich der einzige Panzer waren, der in der Mitte gekämpft hat, hat das Gegnerteam Gott sei Dank sehr, sehr defensiv reagiert und haben sich einer nach dem anderen abfarmen lassen. Das habt ihr halt auch anders. Das habt ihr häufig auch so, dass ihr gerade von dann so einem Schwarm oranger oder roter Leute, die einfach nur diesen einen Panzer sehen, wie so ein Tunnelblick, und die jodeln sich dann alle auf euch drauf. Da könnt ihr dann manchmal gar nichts machen. Auf der anderen Seite könnt ihr euch halt so schlau positionieren, dass ihr maximal immer nur von einem beschossen werden könnt. Und ich kann euch, wie gesagt, echt nur diesen Ratschlag geben. In so verwinkelten Gassen wie auf Windstorm, versucht da immer maximal rauszuzoomen. Versucht zu gucken, alles klar, wo bewegen sich die Panzer hin. Wenn ihr seht, dass so zum Beispiel so ein 50-100 vor euch wegfährt, dann geht da hinterher, nehmt den raus, solange wie ihr nachlädt. Weil wenn ihr erstmal wartet, bis er wieder nachgeladen hat, dann pumpt er euch auf jeden Fall mit seinem Magazin voll. Und die nächste Sache, die ich euch mitgeben möchte, ist, nutzt tatsächlich das Auto-Aim. Ich habe das jetzt in dem letzten euer Replay meiner Analyse gesehen, dass das Auto-Aim da auch komplett falsch genutzt worden ist. Nutzt das Auto-Aim nur dann, wenn ihr auch sicher seid, dass eure Penetration reicht, um verlässlich auch ohne Weak Spot den Panzer zu durchschlagen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit meinem T-54 Mod 1 unterwegs bin, dann kann ich auf so einen 8er Type 58 auch gerne Auto-Aim machen oder auf den Tschechen den T-34-100, der ist auch sehr, sehr schwach gepanzert. Da kann ich dann Auto-Aim nutzen, um die Übersicht zu bewahren. Bei anderen Panzern, wie zum Beispiel bei dem WZ, da würde ich niemals auf die Idee kommen, Auto-Aim zu benutzen, weil da müsst ihr genau zielen. Beim 50-100 ist es wieder genau das Gegenteil. Der ist überall rundherum so schwach gepanzert, dass ihr da sehr, sehr gerne Auto-Aim nutzen könnt. Wie gesagt, es muss situationsangepasst sein und ihr müsst auf jeden Fall immer darauf achten, dass ihr gerade, wenn ihr so, so viele unerfahrene Spieler in eurem Team als auch im Gegnerteam habt, dass ihr die Übersicht behaltet. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video wieder ein bisschen was Neues zeigen und vor allem auch vielleicht dem einen oder anderen nochmal erklären, warum ich Auto-Aim nutze und warum ich immer so weit rauszoome. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir jetzt nochmal ganz kurz auf die Postgame-Stats. Das war schon wieder ein Panzer-Ass, 124.000 Credits, 393, 2441 Erfahrung, Großkaliber gemacht, Krieger gemacht. Jetzt fragt sich der ein oder andere, ey Maus, warum zeigst du uns eigentlich die ganze Zeit nur Panzer-Ass-Replays mit dem T-54 First Prototyp? Ehrlich gesagt ist der Panzer so stark, wenn er Top-Tier ist, dass ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon Panzer-Ass mit dem T-54 Mod 1 gemacht habe. Fast jedes Spiel ist, wenn ihr Top-Tier seid und ihr habt ein einigermaßen faires, ausgeglichenes Match, ist mit dem Panzer-Ass, weil der einfach so stark ist. Das letzte Replay, was ich euch mitgebracht habe auf Karelien und das hier, das waren einfach zwei Matches direkt hintereinander. Könnt ihr auch gerne auf den Zeitstempel gucken. Zweimal hintereinander Panzer-Ass gemacht. Ich möchte euch halt einfach nur zeigen, was der Panzer kann und auf der anderen Seite, worauf ihr achten sollt, damit ihr auch das größtmögliche Potenzial aus ihm rausholt. Schauen wir ganz kurz auf die Teamscore. Wir haben auf jeden Fall mit Abstand den meisten Schaden gemacht. 4.400, 7 Kills, das ist eine Basiserfahrung von 1.479. Also
Ja, schon extrem viel, weil wir halt die Masse des Schadens auch selber gespottet haben, deswegen so hohe Erfahrung. Im detaillierten Report sieht das wie folgt aus. Wir haben nur 270 Schaden über 300 Meter gemacht, das war auf die Zoo. Ansonsten haben wir für uns eigentlich die ganze Zeit selber gespottet. Das ist halt auch der Punkt, wo ihr dann am meisten Erfahrung bekommt. Wir haben gerade mal 3 Treffer kassiert, ja, 6 Treffer kassiert, 3 davon haben wir uns sogar durchschlagen, aber das war jetzt hier nicht ein Spiel wie auf Karelien, wo einfach die Panzerung so extrem standhaft war, aber ihr seht einfach, wie verlässlich der Panzer auch Schaden austeilt. Schaden, Schaden, Schaden. Das Spiel hat gerade mal 5 Minuten 52 gedauert und wir haben 4400 Schaden gemacht und dadurch, dass wir am Anfang ausschließlich AP geschossen haben, erst als die AP dann verschossen war, APCR geschossen haben, haben wir hier 70.000 Credits plus gemacht, obwohl wir das Rap-Kit gezogen haben, obwohl wir mit Rationen fahren. Ja, 70.000 Credits plus für 5 Minuten. Ich denke, das ist ein sehr, sehr solides Ergebnis. Das kann sich sehen lassen. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall auch mal wieder erklären, wann Auto-Aim sinnvoll ist, wann es nicht sinnvoll ist, warum man rauszoomen sollte, um die Übersicht zu bewahren und vor allem, wie man halt auch so Matches angeht, wo ihr auf beiden Seiten extrem viele unerfahrene Spieler und schlechte Spieler habt. Das war mir jetzt ein Anliegen, euch das nochmal zu zeigen. Wem es gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Freue mich wie immer auch über jeden neuen Abonnenten und auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die mittlerweile über 400 Abonnenten, die der Channel jetzt schon hat. Ihr seid Weltklasse. Vielen, vielen Dank dafür. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns spätestens, wenn es wieder heißt Advanced Gameplay mit Mausakrobat. Haut rein!